Letzten Endes ist die EU ja immer noch ein Friedensprojekt und ist es auch immer gewesen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir dieses Friedensprojekt sozusagen wehrhaft absichern müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Es ist mir heute eine ganz besonders große Freude und Ehre, einen der profiliertesten, ich möchte sagen politischen Diplomaten Europas im Studio zu haben. Ich begrüße sehr, sehr herzlich unseren Botschafter Dr. Wolfgang Petritsch. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen in den Zeitgesprächen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wolfgang Petritsch hat eine großartige Laufbahn als Diplomat, aber auch in politischen Aufgaben und Funktionen. Du warst, und das ist wahrscheinlich sozusagen der prägende Start deiner Karriere, du warst Mitarbeiter im Bundeskanzleramt bei Bundeskanzler Bruno Kreisky, der sozusagen die Personifizierung der Außenpolitik schlechthin war. Du warst dann Leiter des österreichischen Presse- und Informationsdienstes in den USA, Presserat an der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, Gesandter im Außenministerium, Leiter der Europainformation im Bundeskanzleramt, dann einen Abstecher 2 Jahre nach Wien als Leiter des Bereichs internationale Beziehungen in der Wiener Magistratsdirektion, dann österreichischer Botschafter in Belgrad, Ernennung zum EU-Sonderbeauftragten für den Kosovo, Chefverhandler bei den Friedensverhandlungen von Rambouillet und Paris, hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Du hast dort bei dem Friedensvertrag sehr federführend mitgearbeitet, Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Botschafter bei der OECD in Paris, Schumpeter-Fellow an der Harvard University, Gastprofessuren in Wien, in Berkeley und bist auch derzeit noch Präsident der österreichischen Marshallplan Foundation. Hast viel publiziert, da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen kommen. Wenn wir uns die heutige politische Situation anschauen und wenn wir das vergleichen oder wenn du es vergleichst mit deinen Lebenserfahrungen mit Bruno Kreisky, ja, wie würdest du die heutige politische Situation sozusagen im Spiegel eines Bruno Kreisky beurteilen? Also wir, glaube ich, leben jetzt wirklich in Zeiten des Umbruchs oder so wie der deutsche Bundeskanzler gesagt hat, dass es hier so etwas wie eine Zeitenwende gibt. Ich muss da gleich hinzufügen, dass ich vor 4 Jahren ein Buch geschrieben habe über Epochenwechsel. Ja. Wo damals dieser Begriff oder auch die Inhalte eigentlich nicht so als etwas Aktuelles zur Kenntnis genommen worden sind. Heute wahrscheinlich wäre ich besser dran am Buchmarkt, wenn ich diesen Titel heute veröffentlichen würde. Aber natürlich hat sich das Ganze schon länger abgezeichnet. Und ich meine, dass, wenn man das mit den 1970er Jahren vergleicht, vor allem auch mit den 60er Jahren, in denen Bruno Kreisky schon politisch aktiv war als Außenminister. dass es einen Unterschied gibt und dass es aber viele Parallelen gibt. Der große Unterschied besteht darin, dass es damals eine scheinbar oder tatsächlich klare Trennung zwischen Ost und West, zwischen den beiden großen ideologischen Lagern, Kommunismus, Kapitalismus, Demokratie, liberale Demokratie, Autoritarismus gegeben hat. Heute ist man stehe ich jedenfalls unter dem Eindruck, dass ich so etwas wie ein neuer kalter Krieg, einen heißen haben wir bereits, aber jedenfalls eine Konfrontation entwickelt, die komplexer ist und die viele fließende Grenzen und rote Linien, die überschritten werden, hat. Es war zum einen also leichter damals eine Politik zu betreiben, wenn man eindeutig im westlichen Lager gestanden ist, Teil der NATO zum Beispiel gewesen ist oder Teil des Warschauer Paktes. Österreich hat aber schon immer
aufgrund seiner Neutralität eine Politik daraus gemacht, wo man versucht hat, trotz grundsätzlicher Positionierung auf der Seite von Demokratie und Menschenrechten, dennoch den Dialog über diesen kalten Krieg und den Eisernen Vorhang hinweg sich dazu eben berufen gefühlt hat, vielleicht auch. Bei Kreisky war das sehr stark ausgeprägt, auch vor dem historischen Hintergrund der Ersten Republik und des Scheiterns und des sang- und klanglosen Unterganges dieser Ersten Republik, dass Bruno Kreisky sich hier eben gemeint hat, dass man sich als Österreich in einer neutralen Position eindeutig positionieren muss und gleichzeitig eben dieses Outreach, der Versuch, mit allen ins Gespräch zu kommen, das war irgendwo die Leitidee. Heute stehen wir möglicherweise, aber immer noch sehr weit weg, vor einer ähnlichen Situation, wo es meiner Meinung nach darauf ankommen wird, dass sich sowohl die eine als auch die andere Seite etwas bewegt, aber ohne dass ich jetzt dafür bin, dass man sich da von Prinzipien löst. Weil ich meine, eine Sache muss man von vornherein klarstellen. Mit diesem Krieg hat Russland eine rote Linie überschritten, die im 21. Jahrhundert von Europa nicht mehr akzeptiert werden kann. Krieg als politisches Mittel muss ausgeschlossen bleiben. Aber darüber hinaus muss man gleichzeitig auch versuchen, was kann ich dazu beitragen, damit diese Situation nicht weiter eskaliert. Es geht in erster Linie jetzt einmal auch um die Einschränkung, um das Containment dieses Konfliktes. Und da meine ich, dass vielleicht, und das ist der dritte Unterschied, stärker als damals ein Land selber, und wir waren ja auch nie selber, wir haben das immer auch mit Willy Brandt oder mit Schweden, mit Olof Palme und so weiter gemacht. Also wir haben da immer versucht, Koalitionen zu bilden. Aber heute, und das ist der Unterschied zu damals, muss das im Rahmen der Europäischen Union passieren. Das heißt, österreichische Außenpolitik oder auch die österreichische, ich sage ja immer, Neutralitätspolitik ist Friedenspolitik, muss im europäischen Rahmen geführt werden und hat eine zweifache Linie. Zum ersten Mal natürlich die nationale österreichische Außenpolitik, die ich leider sehr vermisse, und andererseits im Rahmen der Europäischen Union und durch die Europäische Union zu handeln. Dort ist diese Linie noch viel zu wenig ausgeprägt. Und Österreich müsste gerade als Land mit dieser Geschichte und Erfahrung in die Europäische Union hineinwirken und mit der Europäischen Union Dinge entwickeln, Politiken entwickeln, die dann tatsächlich in die Richtung führen, die ich für die einzig richtige halte. Und das ist eben der einen friedlichen Ausgleich zu finden. Bruno Kreisky es wird ihm auch immer zugeschrieben, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, hat in den Verhandlungen in Moskau damals diese Idee eingebracht, die Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz zu definieren, was bedeutet, dass man gesellschaftspolitisch eindeutig sozusagen im Konzert der westlichen Demokratien ist und da im Zentrum, außenpolitisch aber versucht sozusagen auch Brücken zu schlagen. Und das ist aber schon meiner Auffassung nach auch ein Konzept, das auch in der Gegenwart seine Berechtigung haben könnte. Absolut. Durch eine aktive Außenpolitik. Vereinte Nationen zum Beispiel. Absolut. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Wien einer der wichtigen Sitze der Vereinten Nationen ist, dass wir die OPEC hier haben, die gerade jetzt wiederum sehr stark mit ihrer OPEC-Plus-Konstellation hier sehr negativ einwirkt auf die aktuelle Situation. Also das gibt es, einfach die OSZE auch. Ja. Mhm. Das sind wichtige Instrumente, friedenspolitische Instrumente, die man besser nützen muss. Und wir müssen als besonders Wien natürlich auch, muss ein gesteigertes Interesse daran haben, dass die Marginalisierung der Vereinten Nationen ein Ende hat. Da muss man schauen, wie können wir auch durchaus
auch im Standortinteresse Wiens, die Vereinten Nationen standen. Das fehlt mir, da meine ich, dass wir mehr tun müssten. Da sind mir zum Beispiel die Schweizer ein Vorbild, die in Genf den UNO-Sitz haben, wo ich war immerhin 6 Jahre auch dort. Und wo ich eben gemerkt habe und auch durchaus einbezogen worden bin von den Schweizern, wie die dort sozusagen Institutionen rund um die Vereinten Nationen etabliert haben, die verstärken das schweizerische Interesse an diesen Vereinten Nationen und an dem, was sie tun. Ja. Sie unterstützen, weiter vertiefen und so weiter. Und das fehlt mir ein bisschen hier. Ich habe so den Eindruck, das ist ein bisschen isoliert, die internationalen Organisationen von unserer Außen- oder auch durchaus auch Innen- und Sicherheitspolitik. Denn in Wirklichkeit ist Neutralität eine natürlich Friedenspolitik und damit auch Sicherheitspolitik. Ja. Mit militärisch bin ich dagegen, dass man das Militär jetzt sich genau anschaut und das eine oder andere korrigiert. Aber das muss ganz eindeutig im Zusammenhang mit einer Friedens- und Außenpolitik stehen, mit einer Neutralitätspolitik, die natürlich auch militärisch mehr fordert, weil wir eben nicht bei der NATO sind, muss man auch sehen, hat nicht nur Vorteile, sondern muss man sich auch darauf konzentrieren. Und ich meine auch, dass man gerade mit der NATO, aber auch eben mit der OSZE enger versuchen soll, Gemeinsamkeiten zu finden und den österreichischen Beitrag zur europäischen Sicherheit zu konturieren. Es wird ja immer wieder sozusagen von Gegnern der Neutralität sozusagen ins Gewicht gelegt, dass durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik die Neutralität obsolet geworden ist. Aber es gibt ja auch diese Opting-out Klausel auch in den europäischen Verträgen, die es den Neutralen ermöglichen, sozusagen hier eigene Wege zu gehen. Zweifellos. Ich meine, dass wir jetzt praktisch und lebensnah betrachtet in der Europäischen Union natürlich nicht mehr im klassischen Sinne neutral sind. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht die neutralitätspolitischen Überlegungen in die EU einbringen kann. Ja. Denn letzten Endes ist die EU ja immer noch ein Friedensprojekt und ist es auch immer gewesen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir dieses Friedensprojekt sozusagen wehrhaft absichern müssen. Ja? Und dazu gehört halt, für mich als Pazifist ist das schwer zu akzeptieren, aber der militärische Aspekt muss da mitbedacht werden, in einer defensiven Weise, in einer klar konturierten Art und Weise, dass wir nicht zu einer imperialistischen Macht werden wollen als Europa, sondern wir wollen auf der Basis, auf der dieses vereinte Europa ja begründet worden ist, hier weitermachen. Und zusätzliche Aspekte nehmen, und wenn ich dann über Wehrhaft rede oder über Verteidigung, dann rede ich auch über die soziale Dimension der Verteidigung, der Absicherung einer humanen Gesellschaft von Grund- und Menschenrechten. Das kommt mir im Augenblick auch zu kurz, weil halt der Krieg alles andere in den Schatten stellt. Also das heißt, die Fragen des Militärs und der Landesverteidigung, auch aus unserer Sicht, darf man jetzt nicht nur sozusagen aus der technisch-militärischen Sicht der Dinge sehen. Der Kreisky hat ja diesen Begriff der umfassenden Landesverteidigung immer nicht nur verwendet, sondern die Sozialdemokratie hat ein Konzept daraus gemacht, aber um das ist es jetzt sozusagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch etwas ruhig geworden. Ne? So ist es und ich würde mir auch erwarten, dass diese Regierung stärker auch den nicht-militärischen Bereich dieser umfassenden Landesverteidigung betont. Und das hat mich irgendwie erstaunt, dass zum Beispiel der Außenminister sich nicht zu Wort gemeldet hat, so wie die Verteidigungsministerin, und gesagt hat, wir brauchen mehr Mittel. Gerade in dem wirklich schon historisch zu nennenden Erfolgen, die wir erzielt haben im Bereich der Friedenspolitik, der Ort der Begegnung und so weiter,
hört man eigentlich nichts. Ja? Wäre das Militärische, okay, ist notwendig, durchaus angesprochen wird, ist von den anderen, von den diplomatischen Vermittlungs- und so weiter Beziehungen, die wir in der Vergangenheit hatten, eigentlich nicht die Rede. Und letzten Endes wird es ja dazu kommen, dass man mit diesem schrecklichen Krieg wird irgendwie umgehen müssen. Mhm. Denn militärisch wird der, fürchte ich, so wie alle modernen Kriege, nicht wirklich zu einer Entscheidung führen, zu einer politischen Entscheidung nämlich und im Sinne einer allgemeinen Sicherheit dann auch für die Menschen. Es geht immer um menschliche Sicherheit, Human Security ist eigentlich der neue Begriff, den man anwendet, um zu sagen, wie geht es den einzelnen Menschen, wie fühlt sich eine Gesellschaft, was sind die Voraussetzungen dafür, dass diese Gesellschaft halbwegs friedlich mit leben kann. Darum geht es. Und da meine ich, dass wir mit unserer Erfahrung, die ein bisschen in Verschütt geraten ist, schon einiges dazu beitragen können. Noch einmal betont, im Rahmen der Europäischen Union, wo wir mehr Initiativen setzen müssen. Jetzt hören wir von manchen, also sagen wir so, es gibt europäische Politiker, die da sozusagen, so wie du eingangs richtig gesagt hast, es gibt klare Grenzlinien, es gibt rote Linien, die überschritten werden, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber es gibt Politiker im europäischen Konzert, die versuchen zu deeskalieren, die versuchen sozusagen eine Gesprächsbasis zu bewahren. Und dann gibt es Politiker, sozusagen, von denen man das wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte, die da eine ganz dramatische Rhetorik pflegen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt ungeschützt, Teile der Grünen zum Beispiel, die ja irgendwo in den 70er, 80er Jahren aus der Friedensbewegung gekommen sind. Und das irritiert mich. Sehe ich das richtig? Ja, das ist hat mich eigentlich auch überrascht. Aber es gibt ja dieses etwas ironisch gemeinte Bonmot, dass die Deutschen Grünen immer da, wenn es einen Krieg gibt, dabei sind, aktiv dabei sind, wie der Joschka Fischer im Kosovo, bei der NATO-Intervention, jetzt die Außenministerin Baerbock. Also das ist schon, irgendwie macht mich das in gewisser Weise sprachlos. Ich sehe aber natürlich auch die andere Seite. Was sind die Alternativen? Es gibt nur schlechte Alternativen im Augenblick. Ja. Ob du jetzt Waffen lieferst oder nicht lieferst, beides führt zu Ergebnissen, die nicht dem dienen, was wir wollen. Das heißt, dieser Fokus auch in den politischen Überlegungen nur auf das Militärische greift zu kurz. Ja, da meine ich, da gibt es viel mehr Raum, um zu überlegen, wie könnte man da was machen. Natürlich ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, okay, es ist nicht die Zeit jetzt. Ja. Ich meine, dass es sehr wohl die Zeit ist. Nicht, dass man damit groß hinausgeht und sagt, hört auf mit dem Kämpfen und so weiter, das wäre naiv. Aber dass da Überlegungen angestellt werden und ich denke da zum Beispiel an Matti Ahtisaari, der ehemalige finnische Präsident, der ein wirklich sehr spannendes Konzept eines Vermittlungsinstitutes in Helsinki gegründet hat, wo ich immer wieder auch in den vergangenen Jahren auch in der Ukraine tätig war und in Armenien, also an den Hotspots am östlichen Rand Europas sozusagen. Und wo wir uns jetzt vor ein paar Monaten am Beginn des Krieges auch wiederum per Zoom verständigt haben, was, und da geht es um die entscheidende Frage, welche Sicherheitsgarantien gibt es für ein angegriffenes Land wie die Ukraine? Ja. Und es kann nicht nur aus dem Inneren der Ukraine kommen. Ja. Ich verstehe, es ist auch nachvollziehbar, wenn der Präsident eines souveränen Staates sagt, wir wollen alle Gebiete zurück, die illegal genommen sind. Aber mit dieser Verhandlungsposition muss man beginnen, weil es von keinem Präsidenten eines Staates zu verlangen ist, dass er sagt, ich verzichte schon von vornherein auf etwas. Ja. Aber wissend auch, dass es hier immer um einen gewissen Ausgleich von Territorium und Sicherheit geht. Ja? In sicheren Grenzen oder in fortgesetzt unsicheren Grenzen. Ja? Und damit will ich nichts präjudizieren, sondern nur meinen, dass man hier einfach, und es geht leichter außerhalb der Staaten und vielleicht ist Österreich oder auch der Finnland, obwohl sie entschlossen haben, NATO beizutreten, die haben irgendwo auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, diese Überlegungen anzustellen, ohne zu sagen, wir wissen, wir kennen das Rezept, wie das funktioniert.
Das, wie gesagt, ist etwas, wo ich meine, dass man mehr tun könnte, auch mehr tun sollte, weil nur dann wird man mit etlichen Aspekten, bekannten, bislang noch unbekannten, wird man dann vielleicht doch zu einer Lösung kommen, die ungemein schwierig sein wird und die auf etliche Generationen auch die Fortentwicklung der, und das ist eigentlich der wirklich unangenehmste Punkt der ganzen Geschichte, die Fortentwicklung der europäischen Integration behindern wird. Wolfgang, was mich bei der ganzen Sache sehr nachdenklich stimmt, ist, als gelernte Politikwissenschaft wissen wir ja, dass so ein Konflikt nicht von einer Sekunde auf die andere wie der Blitz aus dem heiteren Himmel kommt. Ja? Konflikte haben ja einen Vorlauf, die ökonomisch, geografisch, machtpolitisch, interessenspolitisch begründet sind. So, jetzt ist die Frage, ich nehme mal an, dieser Konflikt in diesem Raum, ja, ist ja etwas, was über längere Zeit sich aufgebaut hat. Und Europa hat das scheinbar, oder die westliche Welt, falls man so überhaupt noch reden kann, hat das scheinbar übersehen. Ja, das ist... Wie können wir unseren Verstand schärfen, diesen Konflikt rückwirkend zu analysieren, aber wie können wir den Verstand schärfen, kommende Konflikte rechtzeitig zu erkennen? Der Rückblick ist sozusagen immer, hat immer eine größere Schärfe, als natürlich, wenn man in einer Situation drinsteht. Ja. Und wir reden uns da ein bisschen leichter. Ja. Aber dennoch ist es wichtig, du hast einen ganz wesentlichen Punkt da angesprochen. In Zeiten des Krieges gibt es keine wirkliche Reflexion. Ja, da geht es dann irgendwie nur in dieser Kriegslogik eben weiter. Ich meine aber, dass es notwendig ist, um in Zukunft zu einer Lösung zu kommen, Lösung ist eh schon ein großes Wort, um Fehler in Zukunft auch zu vermeiden. Es beginnt klarerweise mit dem sehr stark als Triumph gefeierten Sieg im Kalten Krieg. Mhm. Ja? Und da hat man zu wenig darüber nachgedacht, dass auch ein kalter Krieg nach der Beendigung einen umfassenden Friedensplan benötigt. Der hat politische Implikationen und der hat aber auch materielle, ökonomische. Ja. Denken wir an das Ende des Ersten Weltkrieges, wo eigentlich nur mit Strafen gearbeitet worden ist und das den Kern gebildet hat für den Zweiten Weltkrieg und für die schrecklichen Dinge, die da in den 30er Jahren dann sich angebahnt haben. Insofern gibt es da ähnliche Entwicklungen heute. Vergleiche hinken immer, aber es ist ein bisschen so, diese zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, so 30er Jahre, wo eben die Orientierung auch einfach nicht vorhanden gewesen ist, so wie heute. Und man hat nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel in einem, würde ich meinen, wirklich großen Wurf des aufgeklärten Eigeninteresses haben die Vereinigten Staaten den Marshallplan hier gestartet und haben gleichermaßen Sieger und Verlierer einbezogen, keine Unterschiede gemacht. Mhm. Ja. In der ökonomischen Entwicklung mit klaren Prinzipien, natürlich war das sozusagen der Beginn des amerikanischen Jahrhunderts ganz klar gekennzeichnet von Demokratie, die ja heute in den USA leider nicht mehr so funktioniert, von Menschenrechten und so weiter. Das waren sozusagen die Grundlagen, aber darauf konnten die Staaten jeweils was immer aufbauen. Und was damals auch begonnen hat, weil im Wesentlichen haben, das wird auch heute immer wieder vergessen, haben die Amerikaner damals mit ihrem Zwang zur Kooperation der europäischen Staaten untereinander eigentlich die Grundlage für das vereinte Europa gelegt, im Geiste, unbewusst, nicht immer, sondern es war auch diese angloamerikanische Attitüde der Kooperation und so weiter. Und das hat nach dem Ende des Kalten Krieges einfach gefehlt. Kein großer Entwurf, sondern wir haben gewonnen und ihr werdet jetzt so, wie wir es schon sind. Ja. Und das hat klarerweise vor allem bei Russland ein ganz tiefes Trauma hinterlassen. Und kein Trauma entschuldigt einen Krieg, sage ich zwischendurch noch einmal. Ja. Aber das hat man zu wenig berücksichtigt. Ja. Und da hätte man, und da hat es ja Ansätze gegeben. Ich meine, ich habe vor kurzem darauf hingewiesen, dass Putin mit dem damaligen NATO-Generalsekretär Robertson ein Gespräch geführt hat und gesagt hat, naja, wie wäre es mit dem Beitritt Russlands? Ja, heute unvorstellbar.
vielleicht damals auch schon schwer durchführbar. Ja. Aber da hat es dann schon auch eine Annäherung gegeben. Oder die Rede Putins im Deutschen Bundestag, Standing Ovations und auf Deutsch gesprochen und wirklich ein Werben um Deutschland und damit um Europa. Ja. Und dann die entscheidende Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo ganz klar ausgelegt ist, was die Probleme aus Moskauer Sicht sind. Mhm. Ja. Dann hat sie das höflich angehört und ist zur Tagesordnung übergegangen. Mhm. Ja. Also das ist. Und dann halte ich natürlich diesen Assoziationsvertrag der Europäischen Union mit der Ukraine für einen ganz schweren Fehler. Ja. Mhm. Weil man hier nicht berücksichtigt hat, dass was für uns Ostpolitik bedeutet, für Russland im Westen liegt, nämlich die Ukraine. Also dieses strategische Europa, das jetzt eingefordert wird von der EU-Kommissionspräsidentin, das es heute immer noch nicht gibt, hat es damals noch viel weniger gegeben. Ja? Und man kann nur, wenn man aus einer Position der Stärke heraus agiert, muss man die Schwäche des Gegenübers mit berücksichtigen. Ja? Ja. Und das sind die Dinge, die heute leider überholt sind. Man kann diese Fehler nicht mehr rückgängig machen. Man muss sich heute unter diesen schwierigen Bedingungen eine neue Strategie überlegen. Aber was bleibt, ist die Geografie. Russland wird dort bleiben, wo es ist. Es wird vielleicht ein bisschen mehr, also es wird vielleicht die Ukraine zerstört werden. Und damit hat Putin wahrscheinlich den Plan B im Auge. Der Plan A wäre gewesen, die Ukraine in diese Eurasische Union hineinzubringen, denn ohne Ukraine gibt es keine Eurasische, gibt es nur Asiatische Union sozusagen, aus russischer Sicht berechtigterweise. Und die zweite Position, der Plan B ist eben, dass er um Russland, Russlands westlicher Grenze sozusagen einen Cordon Sanitaire aus seiner Sicht errichtet, wo zerstörte Staaten, schwache Staaten oder Klientelstaaten diesen Korridor sozusagen bilden. Das ist natürlich eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Mit der heutigen Waffentechnologie ist Sicherheit eben nicht so zu schaffen durch territoriale Vorkehrungen, sondern da spielen sehr viele andere Sachen eine Rolle. Aber das ist eben so, wie es ist und damit müssen wir umgehen lernen. Und kurzfristig wird es nicht möglich sein. Ich fürchte, der Krieg wird noch einige Zeit andauern und der Ausgang ist auch ungewiss. Es wird keine eindeutigen Sieger geben. Es wird auch nicht die Situation 1945 geben mit einer totalen Niederlage. Das heißt also, wir müssen uns hier auf neue Herausforderungen vorbereiten. Und da muss Europa eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und ich meine, Europa muss hier nach Allianzen Ausschau halten. Ja. Und in dem Zusammenhang würde ich auf China verweisen. Ja. Gibt es gemeinsame Interessen zwischen Europa und China? Sehr wohl. Es gibt eben, Europa hat ein Interesse, den Krieg zu beenden. China hat die neue Seidenstraße, ist eigentlich durch den Krieg gefährdet. Das heißt, das größte ökonomische Projekt Chinas kann dadurch, besonders wenn eine weitere Eskalation stattfindet, durchaus beschädigt werden. Das heißt, da gibt es zwei Interessen, unterschiedlicher Natur, aber Interessen. Mhm. Und da meine ich, dass man hier, das ist ein bisschen ein Wunschdenken von mir, muss ich sagen, aber man darf ja ab und zu einen Wunsch auch äußern, da müsste Europa wirklich schauen, wie man in die diskreten Annäherung an China das ausschaut. Und bei China gibt es klare Hinweise, dass der Krieg differenziert gesehen wird. Bereits die erste Erklärung war, die NATO ist zwar schuld, aber wir anerkennen die Souveränität aller Staaten. Und jetzt auch im Sicherheitsrat hat sich China der Stimme enthalten, in einer ganz entscheidenden Sache, sodass man sagen kann, da meine ich, könnte es so eine Öffnung geben. Nicht kurzfristig, aber da muss man jetzt damit beginnen, zu explorieren, nachzuschauen, Kontakte herzustellen. Das wäre die Stärke der Europäischen Union, aber diese Softpower. Natürlich, aber die Frage an den ehemaligen Kreisky-Mitarbeiter, die Mitarbeitertätigkeit bei Kreisky war wahrscheinlich
war wahrscheinlich mehr als 10 Doktorate einzustufen. Ja. Aber die Frage an den ehemaligen Kreisky-Mitarbeiter, haben wir auch ein Problem im Westen mit der Bildung der politischen oder mit der Analysefähigkeit in den politischen Eliten? Naja, es ist, ich glaube, dass zum Teil die aktuelle Politik oder Politiker vielfach zu Unrecht und unfair kritisiert werden. Das aber andererseits jetzt vor dem Hintergrund des neoliberalen Ideologie weniger eigentlich kein Staat und wir machen das schon in der Wirtschaft, die politische Klasse und das Ansehen von Politik einfach auch dadurch zerstört worden ist. Ja? Ja. Und ich meine auch, dass man wird versuchen müssen, denn die Priorität des Politischen zurückzugewinnen. Ja. Ja, da gibt es ja schon spätestens seit der Finanzkrise, weiß man, okay, also so etwas wie der Markt regelt alles gibt es nicht. Ja. Was jetzt passiert schon seit Covid-Pandemie und jetzt wiederum, ist ja die Rückkehr des Staates. Ja. Ja? Ja. Und da muss man jetzt aber schauen, man sieht auch die Überforderungen, die auf der Ebene der aktuellen Politik herrschen, weil man nicht wirklich grundsätzlich diesen Kurswechsel eigentlich akzeptiert, weil immer noch im Wirtschaftlichen, und das geht bis zur Kommission in Brüssel, das neoliberale Paradigma immer noch sehr stark ist. Also der Staat wird jetzt eigentlich nur betrachtet als Retter in der Not, als nicht eigentlich nicht sehr willkommener, aber nicht als Akteur, der unter demokratischen Bedingungen eben die Priorität im gesellschaftlichen und im politischen und im wirtschaftlichen haben muss. Das heißt, ein Plädoyer für einen starken Staat unter demokratischen Vorzeichen. Das ist wichtig, dass man einen sozusagen starken Staat im Sinne von Effizienz natürlich hat, im Sinne von Transparenz, im Sinne von Offenheit. Ja. Aber das muss der Fall sein. Ansonsten geht auch die Demokratie vor die Hunde, weil Demokratie, liberale Demokratie, europäische Prägung hat den Staat als wesentliche Säule natürlich. Ja. Vielleicht noch ganz eine kurze Frage zu dem Bereich der Analysen, die wir jetzt diskutiert haben. Du hast das ja fast schon angesprochen. Der Konflikt zeigte, dass sich da auch etwas verschiebt. Wir sind ja alle in einer Struktur der Bipolarität aufgewachsen mit ihren ökonomischen und militärischen Systemen rundherum. Aber die Player in der Welt sind heute vielfältiger. Du hast China angesprochen, Indien und so weiter wird man da mit einbeziehen müssen und andere natürlich, die arabische Welt. Ja. Genau. Und dann kommt natürlich noch dazu eben auch die großen Industrien, die also die Multis und natürlich die Big Five aus dem Silicon Valley, die ja da, es gibt ja diesen einen Ausspruch von jemandem, der gesagt hat, na, eigentlich müsste Google oder eine dieser Firmen in der UNO sitzen, weil die stärker sind als die meisten Staaten. Ja. Das heißt also, und die sind aber sozusagen im demokratiefreien Raum unterwegs. Mhm. Ja. Das heißt, da hätte auch die Europäische Union, die eine Regulierungsmacht ist, die auf Vorhersehbarkeit, auf Regeln aufbaut, müsste eine viel stärkere Rolle spielen. Und zum Teil tut sie das ja schon. Und in diesem Bereich ist die Europäische Union, das ist ja sozusagen die erste Säule, da ist die Vergemeinschaftung bereits passiert und da haben wir tatsächlich einen globalen Einfluss. Ja. Der Rest der Welt muss sich und hält sich im eigenen Interesse, versucht zumindest, an die Regeln zu halten, die die Europäische Union erlassen hat, wenn es um eben gerade um den großen digitalen Bereich geht. Da meine ich, das zeigt sich dass es schon die Möglichkeit gibt, eines relativ kleinen Players, wie global gesehen die Europäische Union ist, trotzdem Marken und Zeichen zu setzen, nach denen sich die Geschichte dann auch auszurichten hat. China oder die Vereinigten Staaten können nicht mit der Europäischen Union Handel betreiben, wenn sie nicht zumindest vorgeben, sich an die europäischen Regeln zu halten. Weil der Markt von über 500 Millionen halt nicht zu unterschätzen ist, weder für China noch für die Vereinigten Staaten oder auch die übrigen Staaten. Das heißt also, das sollte uns zum Vorbild dienen, dass wir auch im politischen Bereich, dass wir auch im sozialen Bereich, es muss
Ohne Sozialunion wird es keine Europäische Union geben. Natürlich wird diese Sozialunion anders ausschauen als der Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts. Ist ganz klar. Aber die Idee, dass der Staat eine soziale Funktion hat, die muss sich stärker durchsetzen und fürs 21. Jahrhundert gebaut werden. Du hast ja, glaube ich, kürzlich einen Vortrag gehalten unter dem Titel Demokratie in Gefahr, brauchen wir eine neue Ethik für das digitale Zeitalter. Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist der Punkt und Ethik klingt ein bisschen für uns in unserer Sprache ein bisschen altvaterisch. Aber was ich meine ist natürlich Politik, eine Politik mit Prinzipien, die sich orientiert an unseren Grundwerten. Ja. Lieber Wolfgang Petritsch, du hast für deine Tätigkeit viele, viele Preise bekommen, auch den Europäischen Menschenrechtspreis 2006 in Straßburg. Du publizierst sehr, sehr viel, hast über Bruno Kreisky geschrieben, die Biografie 2010 gemacht, du hast mit der Margareta Kopeinik gemeinsam über die europäische Chance geschrieben, du hast über deine Tätigkeit im Kosovo geschrieben und so weiter. Du bist auch Präsident der österreichischen Marshall Plan Foundation und machst da ganz aktuell eine ganze Reihe von ganz spannenden Projekten. Kannst du uns da vielleicht abschließend noch ein bisschen was dazu sagen? Sehr gern, weil das für mich ein bisschen ein Herzensanliegen auch ist. Also die Marshallplan-Stiftung hat circa 1 Million Euro pro Jahr und da fördert sie den akademischen Austausch, Studentenaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich, ein bisschen auch Zentraleuropa dabei. Wir unterstützen Vorträge, Seminare, Konferenzen von Berkeley über Harvard bis nach Washington, Johns Hopkins. Wir haben bereits mehr als weit über 1000 Studentinnen und Studenten aus Österreich in die USA gebracht. Weniger Studenten von den USA nach Österreich, einfach aus dem praktischen Grund. Dort kostet das Studium so viel und wenn man da ein paar Monate weggeht, verliert man so viel an Geld dort. Ja. Dass sich das hier nicht auszahlt. Ja, ist diese die paradoxe Situation, dass hier zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Studium, nämlich wir versuchen möglichst allen zu ermöglichen und der Staat eben eine wichtige Rolle bei der Finanzierung hat, ist das in den USA eben nicht der Fall. Da versuchen wir ein bisschen auszugleichen. Aber ich habe jetzt auch vor einigen Monaten begonnen, jetzt im Zuge des Krieges, wie können wir einen kleinen Beitrag ganz spezifisch leisten? Und da haben wir die Idee entwickelt, dass wir versuchen jetzt mit extra Geld, ich habe jetzt alle oder einige, so circa 10 Generaldirektoren der österreichischen Banken und Versicherungsunternehmen angeschrieben, und zwar jene, die wirklich Milliarden verdient haben in dem Raum, wo jetzt Krieg herrscht. Ja. Und den Vorschlag gemacht, versuchen wir doch ein paar Studenten, ukrainische und russische, die geflüchtet sind auch, es leben ja zigtausende junge Menschen und es wird noch mehr werden, und versuchen wir beide sozusagen mit einem Stipendium auszustatten, wo sie hier in Wien einige Zeit verbringen und dann aber auch in Washington, wo wir sehr eng mit dem Wilson Center zusammenarbeiten, um damit auch ein österreichisches Zeichen zu setzen. Ja, zu sagen, wir sind trotz des Krieges und trotz dieser unglaublichen Feindschaft und Kontroverse dafür, dass wir jetzt die Generationen der Zukunft zusammenbringen und sagen, Freunde, irgendwann mal müsst ihr miteinander beginnen, wieder zu reden. Dazu einen kleinen Beitrag zu leisten, das ist irgendwo sozusagen mein österreichisches Herzensanliegen. Lieber Herr Botschafter, lieber Wolfgang,